Ich glaube, die Frage erübrigt sich so ein bisschen, weil du halt einer der besten Freunde bist von Manuelsen. Ja. Das heißt, du bist auf jeden Fall überzeugt, dass heute Manuelsen gewinnen wird. Wie schätzt du aber seine Chancen realistisch ein? Ich weiß, es ist eine sehr dreckige, sehr dreckige Frage. Guck mal. Aber wie schätzt du ihn ein? Weil es gibt keinen, der ihn besser verstehen kann als du. Keiner versteht ihn besser als ich, aber das ist mein Bruder und ich weiß, er ist sehr, sehr entspannt. Und diesmal muss man sagen, der Druck liegt bei Bösemann, weil er ist der amtierende AAA-Champion, ja. Und er muss den Gürtel beschützen. Der Manuel hat da nichts zu verlieren, er geht einfach rein und hat einfach seinen Spaß. Verstehst du? Das ist einfach ein Event für die Leute, wie ich gerade vorhin gesagt habe und deswegen. Aber du hast das jetzt gerade angesprochen, Manuelsen hat heute vielleicht nicht so viel zu verlieren wie Bösemann. Ja. Ist das richtig so? Also hat er wirklich heute nicht viel zu verlieren? Weil was, wenn er heute den zweiten Kampf auch verliert, hintereinander? Was passiert dann? Dann? Weil manche haben ja schon so ein bisschen so gestichelt, was ohne jetzt mit, Namen zu nennen. Ach, die sollen sticheln, wie viel die wollen. Der ist seit 25 Jahren in der Rap-Branche überall. Sei es auch, wo der nicht gebucht ist oder auch, wo der nicht, wie soll ich das erklären am besten? Da, wo der nicht stattfindet, findet er trotzdem statt. Das ist Manuelsen. Ja. Da brauchen wir uns nicht alle anlügen. Das ist die pure Wahrheit. So, und jeder wartet immer, egal was in Deutschland passiert. Innerseits oder außerseits wird immer die Meinung von M. gefragt. So, die Leute sollen sich nicht selber anlügen und sagen, das stimmt nicht. Ja. Wie denkst du darüber? Also sagen wir mal, Manuelsen gewinnt heute den Kampf. Ja. Würdest du es feiern, wenn es noch einen dritten Kampf gibt, sozusagen, okay, jetzt ist der entscheidende Kampf. Ein Punkt Bösemann, cool. Ein Punkt Manuelsen. Das kann ich dir leider nicht beantworten. Wenn ich dir das beantworten würde, würde ich das hier klipp und klar in der Kamera, also hier sofort jetzt sagen, ob das dazu kommen würde. Das kann ich dir leider nicht beantworten, weil am Ende des Tages ist das Bösemanns Sache und Manuels Sache. Richtig. Und die beiden entscheiden das, ob das ein drittes Mal vielleicht geben würde, weil wir sind nicht hochmütig, weil Allah ist der beste Planer. Und so wie er es geplant ist, ist das am besten für beide. Je nachdem, wer morgen also aus dem Ring rauskommt als Gewinner, aber nicht als Verlierer. Als Verlierer kommst du nicht daraus. Du sammelst nur an Erfahrung. Hammer. Dankeschön, Habibi, für diese Worte und für deine Zeit. Ja? Habibi, nicht da.